So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und wir sind auch schon mitten im Bossfight von den zwei verlorenen Brüdern, Blitz und Feuer. Ich weiß gerade gar nicht, wer aktiv ist. Ich glaube, Feuer müsste aktiv sein oder Blitz. Ist es Blitz oder Feuer? Ah, Blitz. Okay, Blitz ist schon fast down. Wobei, wie ich schon erwähnt habe, nicht genau weiß... ob die sich eine Helsleiste teilen oder ob die, naja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie sich eine Helsleiste teilen. Da hinten ist ein... oder ob dann einfach beide down sind, wenn ich einen töte. Das weiß ich eben nicht. Das ist... Mist. Oh, das war lange. Das war sehr lange. Okay, Feuer macht, bufft sich gerade ein bisschen. Und ich gehe weg. Er brennt dann nämlich ein bisschen durch die Gegend. Blitz hat sich verpisst. Ich weiß nicht, bei Feuer habe ich noch nicht wirklich so die Fähigkeiten entdeckt. Wie ich ihn so wirklich besiegen kann. Ich kann vorwarnen, ich werde wahrscheinlich während des Bossfights nochmal telefonieren müssen. Das heißt, es wird dann nochmal eine kleine Unterbrechung geben. Die kündige ich einfach nicht an, sondern da werde ich einfach... naja. Das mache ich dann halt irgendwie so ein bisschen so Escape schnell aus und dann halt weiter. Ah, oh, das war jetzt schlecht. Ich weiß echt nicht, wie ich die besiegen soll. Also, wie ich Feuer besiegen soll. So, gehen wir zu Blitz. Ich weiß nicht, ob man nur einen besiegen muss oder ob man... ob man wirklich beide besiegen muss, das weiß ich einfach nicht. Oh Gott, das war schlecht. Ich halte es aber noch aus mit Damage. Es wäre cool, wenn man nur einen von dem mal besiegen muss. Weiß ich nicht. Da kann man sich auf einen fixieren, ne? Zum Beispiel, wenn jetzt Blitz dann sich verpisst. Okay, hätte es sein können, dass er down ist, aber... okay, einer meiner letzten Heiltränke. Jo, Blitz ist down. Okay, Feuer wird jetzt zu Blitz. Und Feuer. Das freut mich natürlich gar nicht. Weil der echt, der ist echt beschissen zu töten, muss ich zugeben. Weil ich echt keine, ich habe da keine Angriffs... ich meine, vielleicht hat er jetzt eine Schlagkombi. Nö, das hat er natürlich nicht übernommen von ihm. Boah, nur die, den einen Schlag kann er. Aber sonst kann er halt nichts. Und das. Toll. Das sind tolle Voraussetzungen. Was kriegt man eigentlich von denen für Waffen? Das wären ja... das müssten ja richtig geile Waffen sein. Irgendwie. Okay, es ist wie bei Smaug und... Smaug? Smaug? Smaug und... aua. Smaug und den anderen... ich weiß den anderen nicht. Aber es sind beide echt... es ist schwer, beide zu töten. Also, es ist... es sind, glaube ich, bei Dark Souls ist es halt, ja... sind die beiden echt schwer zu töten. Zumindest, ich weiß nicht, wer blöd, einer von beiden ist blöder zu töten und deswegen muss man da aufpassen. Und das ist auch hier genauso, es ist, Blitz ist viel einfacher zu töten und ja. Smaug bekommt einfach nur, oder ich weiß nicht, ja, Smaug ist der Fette, bekommt einfach nur den Blitzschaden vom anderen dazu
was geht. Aber der andere wieder riesig und macht extrem Damage mit seinem Speer. Und das ist echt bitter. Weil er auch so eine extreme Reichweite hat. Aber es ist halt echt, ja. Alleine sind die auch schwer. Und bei Lost Vol, ne, da kann man gar nicht, kann man überhaupt niemanden zu Hilfe rufen. Was ich auch sehr, sehr blöd finde. Kann ich vielleicht mal... Blöde Idee. Hat aber geklappt. Hat geklappt. Oh, weg, 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 weg. Das Einzige, was man craften könnte, was man casten könnte, wäre ja eine... Hui. Boah. Da fängst du gleich eine, das ist echt schlimm. Wenn er wenigstens die Schlagkombi geerbt hätte von ihm. Aber er hat echt nichts Gescheites geerbt von ihm. Die zwei unnutzen Fähigkeiten, die keiner braucht. Und weg. Da könnte man dann auch schlagen, aber es ist auch so eine Sache für sich. Cool wäre es, wenn er sich auch immer verpissen würde, so in die Höhe hängen. Da könnte ich bitte... Ja. Also... Man sollte, wenn man gegen die beiden kämpft, wirklich beide so weit runterschwächen, dass es dann egal ist, gegen wen man kämpft, ja. Weil Blitz, sage ich jetzt mal, hat echt wenig Damage. Also... Blitz ist so der was... Ich sage jetzt mal... Ja... Bessere Angriffspunkte hat. Und man sollte halt das ausnutzen, wo sie halt weggehen. Das sollte man halt versuchen irgendwie, ja, auszunutzen. Ja, toll. Sollte man halt irgendwie, ja, ausnutzen, dass man halt zum Schluss wirklich nur, egal wer überbleibt, nur noch ein paar Schläge braucht. Egal was der für ein Muster hat oder was auch sonst. Ich wollte eigentlich noch weitermachen, aber ich weiß, dass da hinten ein Seelenstein ist. Und sofern wir den Boss schaffen, werde ich dann die Aufnahme beenden. Ich glaube aber nicht, dass wir sie vor dem Telefongespräch schaffen, glaube ich nicht. Weil der Zauber, also dieser Cast von seinem Feuer, der muss zu richtigen Zeitpunkt kommen, wenn ich drauf gefasst bin. Und das ist echt selten der Fall, weil da muss ich so halt um ihn rumlaufen, weil er in einem echt derben Winkel das sprüht. Und das kannst du einfach vollkommen vergessen. Genau, jetzt zum Beispiel wieder. Oh, weg. Und wenn er so bei der Säule steht, ist das sowieso eine Scheißfähigkeit. Wenn er das macht. So, mal hinschlagen geht. Okay, jetzt ist er auf einem relativ schönen Niveau, muss ich sagen. Damit kann ich leben. Immer mit Blick aufs Handy, falls der Anruf kommt, wo ich natürlich wieder abheben muss. Ich, klar, habe ich ja schon erwähnt. So. Ah. Sehr schön. Waren es drei Schläge oder zwei Schläge? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hauptsache er geht langsam down. Und er trifft uns nicht zu oft. Oh, der war schlecht. Das war schlecht. Ich finde es gut, dass die keine Phasen haben. Das ist... Da merkt man sich wenigstens die Angriffsmuster. Okay, jetzt geht's aber langsam. Jetzt haben wir es raus. Jetzt können wir das schon... Ich würde sagen, dass wir das schon sogar ein bisschen triggern in der Hinsicht. Und durch die viele Ausdauer können wir das... Halten wir das definitiv ein bisschen aus. Ja, klar. Spring ins Feuer. Gute Idee. Ah, jetzt... Nein, doch nicht.
Gut, dass der andere nicht wieder aufsteht. Das wär's noch, ne? Wenn der andere wieder aufstehen würde. Wenn man zu lange braucht. Dass er halt die Hälfte absorbiert, ne? Also, die Hälfte seines Lebens wird dann auf den anderen übertragen, ne? Das wär's, das wär's. Und in der Zeit ist er aber nicht, ist er auch angreifbar. Das würde die beiden Gegnertypen echt vereinfachen, muss ich zugeben. Und ja, ja, da kann man auch, aber... Okay, das ist jetzt der Low. Gibt's das? Es gibt das Stärke auch, weil manchmal ist ja echt extrem, ne? Ach, nee. Ach, komm, ein Trank noch. Oh, das war der letzte. Okay. Jetzt muss er aber... Jetzt muss er aber down. Jetzt muss er fallen. Ja. Boah. Och, geil. Oh, ich dachte schon, wir bekommen nichts von ihm. Eng so eine Verwandlung in so ein Fieber geil oder so. Ab und zu mal. Wäre schon nice. Okay. Das passt genau. Verlorene Brüder. So. Sehr geil. Boah, 16.000. Ja, okay, das... Muss auch. Also, das muss auch sein. So, Verteidiger, Faustschild. Okay, da gucke ich mal. Oh, wir haben sogar... Ja, wir haben eine Rüstung bekommen. Oh, das ist besser als unseres. Geblockte Treffer werfen Vorstand zurück. Oh, geile Scheiße. Okay, aber es hat natürlich... Warte mal, Geschicklichkeit an 15. Okay, es ist weniger bei uns, aber es macht nichts. 100%. Balance ist 23. 50, 170, es ist von den Werten her komplett besser, auch ohne Runen. Nehme ich das. So, was haben wir jetzt hier noch für... Was haben wir hier eigentlich eingesammelt? Die dämonische Assassine. Leichte Rüstung, die mit finsterer Verzierung versehen wurde, sie ist dämonische Herkunft und ihr Träger hört Stimmen aus dem endlosen Abend. Oh, cool. Okay, dämonische Rüstung. Okay, mal gucken, ob ich alles habe. Jo, ich habe alles. Aber das Teil wäre auch schlechter. Okay, bekämpfe dich... ja, kämpfe dich zurück. Da unten ist ein Zehnstein, glaube ich. Hier kamen wir her. Ich würde jetzt gerne die Folge beenden, bevor der Anruf nämlich kommt. Das... Ja, ganz cool eigentlich. Ah, da oben sind schon Wächter. Okay, gut. Zum Glück weiß ich ja. Da ist der Verräter! Was? Nein! Verpiss dich! Ich will gegen dich nicht kämpfen. Muss das sein? Die droben auch einen sehr starken Dolch, glaube ich. Okay, dann gehe ich hier runter. Ich hoffe, das ist nicht abgesperrt. Nee, ist nicht. Gott sei Dank. Okay, dann haben wir hier mal gespeichert. Das freut mich sehr. Ich schaue mal schnell in die Charakterentwicklung rein. Wir hätten 52.000. Wir könnten noch ein paar Tributspunkte holen. Bams, so. Ja, und da jetzt sowieso alles weg ist, haue ich das noch hier rein. So. Und ich würde sagen, wir hauen nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen drauf, weil die pusht ja auch Energie. Von dem her passt das schon. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen unter Schaden bekommen wir auch dazu. So, ich benutze noch einmal. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn, naja, auch wenn es ein bisschen holprig war. Aber wir haben heute, glaube ich, vier erledigt. Wir haben drei Bosse getötet. Das, glaube ich, gab es in der ganzen Lords of the Fallen-Geschichte noch nie, dass wir drei Bosse innerhalb einer Aufnahmesession, also innerhalb von 2 Stunden 20, gelegt haben. Wir haben Quests abgeschlossen. Nebenquests abgeschlossen. Zwei, obwohl wir hin und her gelaufen sind. Wir haben trotzdem drei Bosse geschafft. Ich fand das echt geil. Ja.
Soll ich noch ein bisschen weiterreden mit Geil und so? Oder können wir dann einfach nächstes Mal weitermachen? Ich glaube schon. Und ich glaube, beim nächsten Mal sind wir fertig mit Lords of the Fallen. Und dann kommt das nächste Let's Play. Ich weiß noch nicht was. Also, wer möchte, es gibt einen Link, da kann man das nächste Let's Play anfordern. Oder, wie gesagt, da kann man sich's aussuchen, eins von den vorgeschlagenen. Keine Schande, kann man ruhig draufdrücken. Ich habe bis jetzt noch, glaube ich, gar nichts bekommen. Also von dem her, nicht so tragisch. Okay. Ja. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Bis dann. Baba.